In dieser kompetenten Runde hat man oder Konstellation findet man das eigentlich selten, dass man einen Mediziner, einen Therapeuten, einen Ergonomieexperten und eine Betriebsärztin zusammen hat, weil das ja alles Teilgebiete sind, die uns im Zusammenspiel der Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit den medizinischen Aspekten an. Herr Dr. Linhardt, wie entstehen denn Rückenschmerzen am Arbeitsplatz? Grundsätzlich ist es so, wenn man sich häufig mit Rückenschmerzpatienten beschäftigt, dann und man fragt die Patienten nach ihrer Arbeitsbelastung, dann kann man sicherlich einen Zusammenhang feststellen zwischen Arbeitsbelastung und Rückenbeschwerden. Das war aber viele Jahre nicht wissenschaftlich bewiesen. Es gab keine großen Studien dazu, es gab Vermutungen, bis dann 2004 die deutsche Wirbelsäulenstudie durchgeführt wurde. Eine sehr große Studie, die vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften gefördert wurde und finanziert wurde, wo man eine positive Dosis-Wirkungsbeziehung, also einen Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastung und bandscheibenbedingter Erkrankung feststellen konnte. Also es war zu diesem Zeitpunkt nicht bewiesen und hiermit konnte es bewiesen werden. Man muss sagen, es sind nicht immer die hochbelasteten, die stark körperlich beanspruchenden Tätigkeiten, die zu Rückenschmerzen führen können. Es können auch leichte Tätigkeiten sein, Bürotätigkeiten, die zu bandscheibenbedingten Erkrankungen beitragen können. Da können sicher die Physiotherapeuten, die physiotherapeutisch konservativ tätigen Ärzte, die Ergonomiespezialisten noch einiges dazu sagen. Ja, vielleicht eine kurze Zwischenfrage an die Betriebsärztin. Deckt sich das auch mit Ihren Erfahrungen aus der täglichen Praxis, was hier durch eine Studie erfasst wurde? Auf jeden Fall. Mir ist auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, was Herr Dr. Linhardt schon gesagt hat. Es sind nicht nur die körperlich schwer belasteten Tätigkeiten, die zu Rücken- und Wirbelsäulenproblemen führen. Natürlich, ganz klar, wer körperlich schwer arbeitet, kriegt da leichter Probleme. Aber es ist eben auch die Belastung durch eine körperlich nicht belastende Tätigkeit, nämlich durch das tägliche Sitzen und gar nicht mehr sich bewegen, die da ganz, ganz ein wichtiger Faktor ist. Und nicht zu vergessen, ein ganz wichtiger Faktor auch ist der Stress, der via Verspannungen dann auch zu vielen Schmerzen, Rückenschmerzen führt. Was machen Sie denn konkret in Ihrem Unternehmen jetzt an Maßnahmen, um sowohl präventiv wie auch im akuten Fall gegen Rückenschmerzen vorzugehen? Fangen wir vielleicht beim akuten Fall an, der ja für den Mitarbeiter dann sehr belastend und bedrückend ist. Ich versuche sehr viel Aufklärung zu machen, einfach das Thema Ergonomie pausenlos eigentlich darzustellen in allen Medien, die wir zur Verfügung haben, damit es den Leuten präsent ist. Und zu meiner Freude kommen eigentlich zunehmend Mitarbeiter mit Beschwerden oder aber auch oft Führungskräfte auf mich zu. Führungskräfte dann oft mit der Fragestellung, ich habe ja einen Mitarbeiter, der wird morgen an der Bandscheibe operiert. Können wir denn jetzt schon was unternehmen, damit es ihm, wenn er zurückkommt, besser geht? Das ist natürlich die Idealsituation. Und präventiv eben sehr viel Aufklärung, immer wieder einzelne Beratungen an die Plätze gehen. Das ist mühsam. Es ist manchmal auch nicht so schön, weil wenn man eine Woche später wiederkommt, dann sieht der Arbeitsplatz wieder aus wie vorher. Aber es ist sehr wichtig, ganz aktuell lasse ich einen Film produzieren über Ergonomie am Arbeitsplatz, den wir dann den Mitarbeitern zeigen wollen, auch bewerben wollen, damit jeder die Möglichkeit hat, sich da wirklich zu informieren und dann mit dem Film mitzumachen und sich seinen Arbeitsplatz zu gestalten. Und da sind wir bei Ihrer Spezialität, Herr Hilbert. Sie sind seit vielen, vielen Jahren genau in diesem Bereich tätig, Arbeitsplatzgestaltung. Was sind eigentlich die größten Fehler, die bei der Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes gemacht werden? Oder worauf sollte man achten, dass man Rückenschmerzen vorbeugen kann? Ich würde sagen, im ersten Mal muss man sich bewusst werden, dass man, wenn man sitzt und nicht sich bewegt, wie das hier schon gerade beschrieben wurde, ein Problem für den Körper aufbaut. Weil der Mensch ist zum Bewegen gebaut und nicht zum Sitzen. Wenn ich jetzt nach den Normen einen Schreibtischarbeitsplatz eingerichtet bekomme, mit rechten Winkeln, mit Abständen, mit Maßen, dann bewege ich mich nicht mehr, außer ich bewege meine Maushand, meine Tastatur, meinen Kopf, das reicht aber nicht für den ganzen Organismus, dafür sind wir nicht gemacht.
Also brauchen wir Systeme, dass sich der Stuhl bewegt, dass sich die Maus vielleicht anders bewegt, der Monitor anders bewegt und letztlich der Tisch. Dass die Maße nicht festgeschrieben sind, sondern je nach Situation und Arbeitsanforderungen veränderbar sind. Ja, wie sieht das aus? Das kostet ja einen Haufen Geld, wenn ich da jeden einzelnen Arbeitsplatz individuell anpasse. Gehen wir die Frage vielleicht an die Frau Dr. Hertel gleich nochmal weiter. Kann sich ein Unternehmen das leisten, Ergonomie am Arbeitsplatz, das ist ja auch ein Kostenfaktor, einzurichten? Oder kompensiert sich das Ganze durch geringere Fehlzeiten? Wie sind Ihre betrieblichen Erfahrungen in dem Bereich? Ganz sicher. Ein Unternehmen kann nicht nur, es sollte es sich leisten. Letztlich ist ein Arbeitsplatz ergonomisch einrichten zwar eine einmalige Investition, aber wenn ein Mitarbeiter dann 2 oder 3 Wochen nicht krankgeschrieben wird, dann hat sich die Investition schon längst gerechnet. Und abgesehen davon gibt es auch Hilfsmöglichkeiten. Wenn man jetzt Mitarbeiter mit größeren Beschwerden hat, dann kann man noch alle möglichen Dinge ausschöpfen und das vielleicht noch verfeinern mit der Arbeitsplatzergonomie. Es lohnt auf jeden Fall. Gibt es aber Ihnen monetäre Betrachtung, dass man sagt, wenn man so und so viel in den Arbeitsplatz investiert, kann man die Fehlzeiten so und so weit verringern, oder ist das Wunschdenken? Es ist immer der Wunsch eines Unternehmens, möglichst konkrete Zahlen auf den Tisch zu kriegen. Am liebsten für einen investierten Euro kriegen wir nachher 5 Euro Arbeitskraft zurück. Ganz so einfach ist es nicht. Man kann aber schon mit Investitionen dafür sorgen, dass die Fehlzeiten sich ein bisschen reduzieren. Wir haben das bei uns geschafft. Bei uns sind die Muskel- und Skeletterkrankungen nicht die größte Krankheitsgruppe, sondern die drittgrößte. Das finde ich schon ganz beachtlich. Abgesehen davon ist es vielleicht einfach auch eine Erkenntnis, dass man ja eine Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüberbringt, wenn man sich um ihn sorgt und ihm auch einen guten Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, der im Übrigen für den normalen Mitarbeiter ohne große, schwere Randbedingungen gar nicht so teuer sein muss. Was kostet dann so ein gut eingerichteter Arbeitsplatz, Hilbert, wenn wir da mal konkrete Zahlen hören wollen? Vor der OP oder nach der OP? Als Präventivmaßnahme. Als Präventivmaßnahme. Es kommt darauf an, wo man anfängt und wo man aufhört. Also man kann zwischen 30, 50 Euro, sage ich vielen Kunden, einen sehr interessanten Ansatz finden. Man kann 500, man kann 2000 oder 5000 ausgeben. Das ist so, wie wenn Sie einen Handelsvertreter fragen, ob der 1000 oder 10.000 Kilometer fährt, was für ein Auto er fährt. Ja. Das sind unterschiedliche Anforderungen und deswegen steigt auch das Bedürfnis oder die Situation und der Bedarf. Also wenn Sie heute sagen, ich investiere, sage ich mal 2000 Euro, dann können Sie sehr, sehr viel machen. Was ich auch betonen möchte, es ist nicht nur die Hardware, die sich ändert, sondern es muss sich auch bei uns etwas im Kopf ändern. Wir kommen immer wieder an Arbeitsplätze, die schon einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Den hat ihnen irgendjemand hingestellt, er wird aber nie verändert. Also wenn ich dieses schon einführe, dann sollte ich auch dafür sorgen, dass ich im Kopf oder bei uns im Kopf sich Verhaltensänderungen passieren, weil sonst kann es sein, dass das wieder automatisch einschläft. Ja? Dass wir uns nicht verändern, so wie wir sollten. Was unternehmen Sie da in der betrieblichen Praxis dafür, dass nichts einschläft, sondern dass dieser Gedanke, der Rücken beginnt, im Kopf auch lebendig bleibt? Es ist letztlich das Wichtigste immer die 1:1-Beratung. Immer wieder nicht müde werden, an die Arbeitsplätze gehen, die Leute darauf hinweisen. Ich habe die gleiche Erfahrung. Wir haben einen Bereich bei uns mit 550 elektrisch höhen verstellbaren Arbeitsplätzen eingerichtet. Und wenn Sie hinkommen, Sie sitzen alle, aber man darf nicht müde werden, man muss immer wieder die Leute ermutigen, ermuntern. Mit der Zeit erreicht man was und ja, je mehr man auf den Einzelnen individuell eingeht, umso besser ist es. Man kann natürlich auch andere Dinge noch heranziehen. Wir haben jetzt bei uns zum Beispiel auch ein Fitnessstudio integriert in der Firma, in dem wiederum eine Physiotherapie ist. Und wenn dann jemand mit Beschwerden auf mich zukommt, habe ich es natürlich einfach und sage, da können Sie hingehen, da bekommen Sie Hilfe und über den Physiotherapeuten werden Sie dann vielleicht auch ermutigt, ins Fitnessstudio zu gehen. Denn das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bereich, abgesehen vom guten Arbeitsplatz. Wenn wir uns nicht bewegen und unseren Körper nicht fit halten, nutzt der schönste Arbeitsplatz auch nichts. Das war ein sehr schönes Stichwort, um hier wieder mal nach rechts rüber zu gehen. Herr Dr. Witte, wenn akute Schmerzpatienten zu Ihnen kommen,
Was können Sie denen als Therapiemöglichkeiten aus physiotherapeutischer Sicht bieten? Das ist relativ wichtig. Man muss erstmal natürlich schauen, was hat der Patient selber. Wenn akute Beschwerden vorliegen, muss natürlich erstmal über die ärztliche Seite abgeklärt werden. Ist es ein akuter Fall? Gibt es eine gewisse Diagnostik, die vorher gelaufen ist? Ob irgendetwas Spezifisches ist? Ist es nicht und wir können mit dem Patienten arbeiten, geht es vor allem um die Aktivität. Es muss etwas passieren. Das heißt, es muss weg von der Bettruhe, es muss weg von der Inaktivität gegangen werden und man muss hinkommen, halt sich wieder zu bewegen. Das natürlich in dem Maß, wie es funktioniert, so wie der Schmerz es natürlich auch zulässt und vor allem nicht über den Schmerz hinaus. Wir müssen dann schauen, dass es so schnell wie möglich auch an die Arbeit wieder geht. Auch die psychologischen Probleme sind mit angesprochen worden. Umso länger die Arbeitsunfähigkeitsdauer dauert, umso schwieriger wird es auch, den Personen oder den Menschen wieder an die Arbeit zu bekommen. Und dementsprechend ist das Ziel auch in der Physiotherapie, so schnell wie möglich Aktivität und dann natürlich Hilfe zur Eigenhilfe hin, selber etwas zu tun für die eigene Gesundheit. Sprich Muskelaufbau, Beweglichkeitstraining und so weiter. Was bieten Sie denn an in den Betrieben, um hier auch den Wiedereingliederungsprozess in die Arbeitswelt so einfach wie möglich und so effizient und schnell wie nötig zu gestalten? Gut, es ist ja seit einigen Jahren Vorschrift, dass ein betriebliches Eingliederungsmanagement gemacht wird. Wir haben das jetzt bei uns auch ganz gut installiert. Das heißt, wenn jemand länger als 6 Wochen krank ist, wird er angeschrieben, automatisch bekommt angeboten ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Die Rückmeldungen sind natürlich ganz unterschiedlich. Wenn jetzt jemand weiß, okay, ich habe ganz schwere Erkrankung, bin sicherlich noch ein Dreivierteljahr krank, dann macht es wenig Sinn, sich zusammenzusetzen. Aber sehr oft kommt dann doch der Mitarbeiter auf uns zu und sagt, ja, das wäre jetzt interessant. Man setzt sich dann in entsprechender Runde zusammen, sowohl mit Personalabteilung, Betriebsrat, Führungskraft, aber eben auch Betriebsarzt, Sozialberatung oder wer da so gewünscht ist und überlegt sich, was kann man jetzt für diesen Mitarbeiter tun. Und ganz klar, wenn jetzt irgendwelche orthopädischen Themen da sind, überlege ich mir zusammen mit dem Mitarbeiter, was kann man tun, wie kann man für ihn den am besten passenden Arbeitsplatz gestalten. Wir haben auch noch die Möglichkeit, eine externe Ergonomieberaterin von Haus aus Physiotherapeutin ist hinzuzuziehen. Das ist dann sehr, sehr hilfreich. Und wenn der Mitarbeiter dann kommt, im Idealfall passt der Arbeitsplatz dann schon. Und was mir immer noch sehr wichtig ist, ich schaue immer drauf, dass die Wiedereingliederung langsam, aber sinnvoll vonstatten geht. Also nicht einfach wieder rein nach 6 Monaten Abwesenheit und gucken, ob es gut geht, sondern wirklich langsam reinkommen und den Leuten auch sagen, sie müssen Pausen machen. Pausen im Sinne von rausgehen, einmal um den Block laufen, wirklich dem Körper Gelegenheit geben, sich da wieder dran zu gewöhnen. Und was für eine Empfehlung würden Sie jetzt kleineren Unternehmen geben, die diese Infrastruktur nicht haben, die Sie in einem großen Haus doch als nahezu Gott gegeben ansehen? Gott gegeben sicherlich nicht. Ich bin hochglücklich, dass wir das haben und finde es auch gar nicht selbstverständlich. Viele Kollegen haben das nicht. Gut, jedes Unternehmen ist vom Gesetzgeber angehalten, einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit in irgendeiner Form den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen bilden nur die Unternehmen bis 20 Mitarbeiter, aber ansonsten ist es so. Das heißt, auch ein mittelständisches Unternehmen sollte einen Betriebsarzt haben, der natürlich nicht dauernd im Haus ist. Aber wenn dann jemand länger krank ist, heftiger krank, kann man den Betriebsarzt hinzuziehen, kann sich mit ihm zusammen, auch gerade im produzierenden Bereich, Gedanken machen, was kann dieser Mensch noch, kann der wirklich hier noch irgendwelche schweren Dinge stemmen, über Kopf heben oder was auch immer diese Themen dann sind. Also auch solche Unternehmen sollten das den Mitarbeiter anbieten. A, müssen sie es vom Gesetzes wegen und zum anderen zahlt es sich wirklich so unendlich aus, der Mitarbeiter kann überhaupt wieder die Arbeit aufnehmen und er ist dann auch noch ganz zufrieden und identifiziert sich mit seinem Unternehmen. Merken Sie denn, Herr Hilbert, dass eine stärkere Nachfrage über die letzten Jahre erfolgt ist in Richtung Arbeitsplatzberatung? Werden Sie häufiger auch angefragt, ohne dass Sie aktiv versuchen, da auf die Betriebe zuzugehen? Hat sich da was geändert im Kopf? Denn der Rücken beginnt ja im Kopf. Also zum einen haben sich natürlich die Schmerzen verändert, die sind nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Und von daher kommen natürlich ganz viele Personen zu uns, die einfach Schmerzen haben, die von entsprechenden Fachkräften, entsprechenden Institutionen auch empfohlen werden und sich damit zu beschäftigen. Und ich möchte wirklich nochmal betonen, es ist ganz wichtig, dass die Hardware alleine kann es nicht ändern, sondern es ist wirklich das, was im Kopf stattfindet und das ist, was mit unseren Kindern passiert, was wir ihnen beibringen, was wir im täglichen Leben uns
gönnen oder auch ermöglichen an Bewegung. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass wir da wirklich umdenken müssen, weil volkswirtschaftlich gesehen ist das eine Katastrophe, was wir machen. Und so kommen bei uns wirklich von der Mutti, von der Oma, von dem Enkel, von dem 8, 10, 12, 15 Stunden Arbeiter, alle Menschen. Und die werden natürlich auch von ihren Freunden und Nachbarn angesprochen und gesagt, Mensch, das ist eine Lösung. Fangen wir mal mit 50 Euro oder 300 oder 500 an. Und dann geht es eins zum anderen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, Herr Dr. Witte? Sie bieten ja nicht nur die Physiotherapie, sondern auch Physiofitness an. Gehen Sie da ganz aktiv Schritte in Richtung Unternehmen zu, um den Präventionscharakter dieser Physiofitness mit anzubieten? Ganz klar, auf jeden Fall. Was aber wichtig dabei ist, man muss immer schauen, möchte dieser Betrieb es auch, und es spiegelt eigentlich so ein bisschen auch Ihre Rückmeldung wieder, Frau Dr. Hertel. Man muss schauen, inwieweit ist ein Betrieb dafür bereit, sprich die Mitarbeiter, wie allerdings auch die Führungsriege, wie Abteilungsleiter, Betriebsrat und so weiter. Und das ist ein ganzheitlicher Prozess und das müssen auch wirklich alle an einem Strang ziehen. Nichtsdestotrotz, es ist immer der einzelne Mitarbeiter, der sich dann bewegen muss, der aktiv werden muss und dementsprechend auch selber die Initiative mit erreicht. Wir kennen aus Hochrechnung im Bereich von Präventionskursen, der typische Besucher ist weiblich und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Dieses Klientel hat aber eigentlich keine Probleme. Das heißt, wie bekommen wir eigentlich den Patienten bzw. Mitarbeiter, der Hilfe nötig hat? Dort gibt es den fröhlichen Durchhalter, der bei Tag und Nacht bei jedem Wetter rausgehen muss und auf der Straße hart arbeiten muss. Das ist aber auch die Bürokraft, über die wir häufig sprechen, die halt monoton häufig sehr lange vor dem Fernseher sitzt. Das heißt, das entsprechende Programm für jede Person. Aber wichtig ist der erste Schritt, erstmal etwas tun. Dann sind wir schon eigentlich froh. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten über Präventionskurse, über Ernährungsberatung bei Übergewicht, Raucherentwöhnung. Auch das gehört hier alles zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Sind wir im Bereich der betrieblichen Wiedereingliederung, sprich es ist schon etwas vorgefallen, da muss es natürlich dazu gehen, wie können wir gezielt dort eingreifen, Hilfen, Maßnahmen anbieten, um den Patienten dort zu betreuen und zu behandeln. Herr Dr. Lindner, wie sieht es denn bei Ihnen aus, wenn ein Patient mit Rückenschmerzen zu Ihnen kommt? Wie läuft denn so ein Diagnoseprozess oder so ein Anamnesegespräch ab? Anamnesegespräch sicherlich wichtig, neben der außerberuflichen Tätigkeit sicher ganz klar die berufliche Tätigkeit, die berufliche Belastung wichtig, auch sportliche Tätigkeiten, welche aus neben dem Beruf durchgeführt werden. Und man muss sagen, prinzipiell unterscheiden sich die Therapieverfahren bei Patienten, die Rückenbeschwerden am Arbeitsplatz haben, nicht von denen von anderen Patienten. Wir haben dieselben therapeutischen Möglichkeiten, konservative Therapiemaßnahmen, minimalinvasive Behandlungsmethoden und letztlich auch die operative Therapie. Ja, vielen Dank für diesen ersten Überblick. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Wenn Sie noch Fragen haben, die Experten stehen Ihnen jetzt gerne zur Verfügung.